geht nicht, dass wir heute an den Jugendlichen vorbeileben, den Glauben an den Jugendlichen vorbei verkünden. Ich brauche keinen Glauben dafür, um irgendwie einen Sinn im Leben zu sehen. Also ich finde es so schon klasse. Ich glaube, das ist ein vollkommen falscher Ausdruck, wenn man sagt, ich habe meine Familie verlassen oder meine Familie hat mich ans Kloster verloren. Manchmal, es gibt unerklärliche Sachen in der Medizin. Der Mensch ist viel mehr als nur Knochen und Haut, oder? Ich bin Anselm van der Linde, Abt des Klosters Mehrerau seit Anfang des Jahres 2009 und Abt Präses der Mehrerauer Kongregation. Jeder muss in so ein Amt reinwachsen. Und man kann jetzt nicht innerhalb von 2 Monaten sagen, dass der Abt jetzt schon alles kennt und alles weiß und so weiter. Ich bin sehr befreit und glücklich, dass die Nachfolge so geregelt wurde. Und ich bin überzeugt, dass Pater Anselm, dass er es gut machen wird. Mein Name ist Pater Cassian. Ich war 40 Jahre lang Abt dieses Klosters Mehrerau. Ich bin selber ein Bregenzer, Eingeborener, nur so eine Viertelstunde vom Kloster entfernt zu Hause gewesen. Und wir sind hier mehrere Seeufer schwimmen gegangen. Wenn wir Hunger hatten, gingen wir an die Klosterpforte ein Stück Brot und einen Apfel betteln. Oder manchmal haben wir auch einen Apfel geklaut im Klostergarten. 1945 bin ich in die erste Klasse hier ins Gymnasium gekommen. Und das hat mir so imponiert und gefallen, wie diese Brüder und Patres gebetet, gesungen, gearbeitet haben. Das hat mir getaugt und ich bin dann mit noch nicht ganz 18 hier eingetreten. Also ich habe da ein ganz großes Vertrauensverhältnis gehabt zu allen. Und insofern war es relativ leicht, Ja zu sagen. Endlich hat Pater Cassian mehr Zeit für seine Lieblingsbeschäftigungen. Schwimmen im Bodensee und Wandern in den Bergen rundherum. Nach 40 Jahren als Abt des Klosters Mehrerau hat ihn ein Jüngerer abgelöst. Ein viel Jüngerer sogar, der von weit her gekommen ist, um in die mächtigen Fußstapfen des Bregenzers zu treten. Sein Nachfolger in der Abtei ist gebürtiger Südafrikaner und mit seinen 38 Jahren der derzeit jüngste Abt der Welt. Ich bin ein sehr junger Abt, aber ich denke, als junger Abt hat man auch enorme Vorteile. Denn man kann wirklich an die Zukunft denken. Insofern es Gottes Wille ist, habe ich noch viele Jahre vor mir, diese Gemeinschaft zu führen und zu formen. Und vielleicht, so hoffe ich auch, verzeiht man mir manche Fehler, weil ich doch jung im Amt bin und auch viel dazu lernen muss. Das Zisterzienserkloster Mehrerau in Bregenz ist Zentrum der Mehrerauer Kongregation, zu der 22 Klöster vom Balkan bis in die USA gehören. Ihnen allen steht Anselm van der Linde als Abt Präses vor. Und als Territorialabt ist er auch der einzige Mönch Österreichs im Bischofsrang. Ja, so ein Kloster zu leiten und dazu eine Kongregation von über 20 anderen Klöstern erfordert viel Einsatz, vor allem wenn man sehr jung ist. Ja, langweilig wird es sein nie, aber ich habe es eigentlich immer alle 40 Jahre hindurch gern getan.
Seit dem Jahr 1097 ist die Abtei Mehrerau integrierender Bestandteil des weltlichen und spirituellen Lebens in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Kein barockes Prachtkloster und doch mit großer Wirkung auf die Stadt, die Region und die Länder rund um den Bodensee. Als ich Diplomat werden wollte, habe ich natürlich niemals gedacht, dass ich eines Tages als Abt eines Klosters genau diese Fähigkeiten mir zuguten werden sollte. Denn als Abt, eine Abtpräses einer Kongregation mit 22 Klöstern, die auf zwei Kontinente verteilt sind, braucht man natürlich auch diese Vorbereitung, diese Schulung, Diplomat zu sein, Manager zu sein, Menschen irgendwie zu führen. Father Bernard, good morning, how are you? Absolutely. How was life in Wisconsin, in the middle of the prairie, so to speak? Ich persönlich glaube wirklich daran, dass gerade wenn man auch bereit ist, die eigenen Schwächen einzugestehen, kann man zu ungeheure Kraft finden. Excellent. Well, I will get back to you very soon, maybe the beginning of June. Please give my regards to the confreres and God bless you. Abt Anselm, der hat ein gewisses Charisma, eine Aura, die ist also schon beispielgebend, muss ich sagen. Und was mir auch besonders an ihm gefällt, er hat auch öfters ein Lächeln auf dem Gesicht. So wie Bruder Konrad selbst. Er ist einer der Älteren hier in der Mehrerau, obwohl er erst vor 5 Jahren zum Mönch wurde. Zu seinen Aufgaben gehört die Betreuung der Klosterpforte und jene der Touristen, die gelegentlich die Krypta besuchen und denen er die Geschichte des Klosters näher bringt. Seit 1854 sind die Zisterzienser aus Wettingen hier rübergekommen, weil ja in der Schweiz dieser Glaubenskrieg herrschte. Und das Kloster wurde aufgehoben, sie haben sich eine neue Heimat gesucht und letztendlich wurde ihnen hier die Mehrerau zum Kauf angeboten. Und von den 10 Äbten liegen da unten 7. 2 leben noch, Gott sei Dank, und einer, der ist verstorben, aber wollte nicht unten in der Krypta, in der Unterkirche beerdigt werden, sondern draußen bei den Brüdern. Die früher mit Gemälden überladene Kirche des Klosters wurde beim letzten Umbau bewusst karg und einfach gestaltet, um die Mönche nicht vom Gebet abzulenken. Da hat der Konvent entschieden, wir gehen zu den Ursprüngen der Zisterzienser zurück. Die Kirche soll keinen Schmuck aufweisen oder nicht viel Schmuck aufweisen, nämlich der Mönch, der sich 6-mal am Tag zum Gebet da unten einfindet im Kurbelstuhl, der soll sich auf das Gebet konzentrieren und von nichts anderem ablenken lassen. Wir sind ja ein monastischer Orden und der monastische Orden, der hat den Klausurbereich. Und in den Klausurbereich dürfen Fremde nicht rein und Frauen schon gar nicht, weil das der Privatbereich der Mönche ist. Und deswegen, dass man auch während den Führungen den Leuten ein klein bisschen was vom Klosterleben erklären kann, deswegen haben wir den Platz da unten genutzt und haben da die Bilder aufgehängt. Nach der Säkularisation hatten die Bayern diese Kirche gesprengt mitsamt dem Turm, haben das Material mit nach Lindau genommen und haben davon den Lindauer Hafen erbaut. Und so mancher Sturm, der heute die Wellen an diese Mauer schlägt, wird vielleicht damit zu tun haben, dass sie damals hier die Barockkirche gesprengt haben. Gut möglich, dass die Naturgewalten eigentlich den Bayern am anderen Ufer gelten. Aber auch das Kloster Mehrerau und seine Filialen bleiben von den Stürmen im Dreiländereck rund um den Bodensee nicht immer verschont. Bruder
Bruder Konrad übrigens wollte schon als Volksschüler Mönch werden. Aber es kam anders. Als ich dann nachher gut aus der Schule kam und meine Eltern mich gefragt haben, was willst du jetzt werden? Dann habe ich nachher gesagt, am liebsten würde ich ins Kloster gehen. Und da hat meine Mutter gesagt, jetzt tust du erstmal was Gescheites lernen und dann können wir immer noch schauen. Weil meine Mutter war eine etwas bestimmende Dame und mehr als Bube, wir haben halt noch gefolgt. Also wurde Jürgen von Ferrick ordentlicher und erfolgreicher Kaufmann im Ölgeschäft, Spezialbereich Schmierstoffe. Und so nebenbei auch noch Narrenpräsident, als Ausgleich sozusagen. Vor 8 Jahren ist dann meine Mutter schwer erkrankt. Sie hatte Krebs. Und ich habe dann entschieden, ich gebe sie nicht ins Pflegeheim. Untertags haben meine beiden Nachbarinnen nach ihr geschaut und am Abend und am Wochenende war ich für sie da, bis dann die Mutter gestorben ist. Und ich hatte dann zu Hause noch einen Hund und mit dem bin ich dann am Abend spazieren gegangen. Und als ob eine Stimme zu mir gesagt hat, Jürgen, der Weg ist frei, du kannst jetzt gehen. Es ist kein Zufall, dass ich in dem Orden jetzt hier eingetreten bin. Nicht nur, weil hier eine Schule ist, sondern wir haben auch ein Sanatorium. Und mit dem, was ich zu Hause miterlebt habe oder mitgemacht habe mit der Mutter, bin ich doch froh, hier an diesem Ort gelandet zu sein, weil ich weiß, dort drüben im Sanatorium wird Leuten geholfen. Ich bin Krankenpfleger vom Beruf und ich habe in England mein Krankenpfleger gelernt und gearbeitet und auch in Deutschland habe ich gearbeitet. Ich bin auf der Intensivstation gewesen. Um die 30% von allen Patienten sind verstorben. Leute, die eigentlich gesund sein sollten, sterben. Andere, die eigentlich, man denken tut, dass sie sterben sollten, die überleben. Und das ist nicht erklärbar. Nicht medizinisch erklärbar. Und es ist nicht nur ein Leib, wir sind nicht nur Tiere. Wir haben auch diese seelische Komponente. Und die zwei gehören zusammen. Und wenn wir versuchen, immer das zu trennen oder sagen, der kann in der Kirche um seine Seele kommen und im Krankenhaus wollen wir nur um sein Leib kommen, dann irgendwie funktioniert das nicht. Nur durch Gespräche mit vielen Patienten weiß ich, dass sie haben sehr gerne in das Sanatorium Mera zu kommen. Sie fühlen sich wohl. Es ist ein heimeliges Gefühl, wenn man auch nicht wie ein, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, vielleicht wie ein Ding behandelt wird, aber wie ein ganzes Person. Und dazu gehört auch die Spiritualität der Person. Zwei der Mönche machen Dienst im benachbarten Krankenhaus, das der Orden betreibt. Es ist ihr Tagwerk, ganz so wie das Gebet 5-mal täglich zwischen 5:30 Uhr morgens und 8 Uhr abends. Es gab viele Klöster in Österreich, die die Französische Revolution überlebt haben. Und eigentlich nur in Österreich, dank der österreichischen Kaiser, Josef II. Aber er hat einen Deal gemacht mit den Klöstern. Und diesen Deal war, dass sie das monastische Leben zum größten Teil aufgeben mussten und Schulen und Pfarreien übernehmen sollten. Ich bin auch ein Konvertit, ich war früher ein Anglikaner. Aber die anglikanische Kirche ist sehr benediktinisch geprägt. England ist durch die Benediktinermönche missioniert worden und auch waren die Zisterzienser sehr groß in England.
In der anglikanischen Liturgie und Lebensstil, Spiritualität, ist sehr vieles vom monastischen Leben geblieben und dieser benediktinischen Geist. Und das prägt auch die Engländer als ein Volk. Oder wir sind sehr pragmatisch, wir arbeiten, aber wir haben auch Zeit für andere Sachen. Das ist eben das Wesen des Monastizismus oder besonders in benediktinischer Prägung. Man muss eine Bilanz machen, ein Gleichgewicht zwischen diesen Sachen. Es gab immer Zeiten in der Geschichte, wo man mehr außen gearbeitet hat und das spirituelle Leben ist ein bisschen vergessen worden, aber dann sterben die Klöster ab. Wir sind eben der Überzeugung, dass es gewisse Oasen des Gebetes braucht in dieser Welt. Wer davon nicht überzeugt ist, kann dieses Leben nicht sinnvoll führen. Er wird sich dann immer irgendwie daran reiben, was für ein Blödsinn, so früh aufstehen und da in die Kirche gehen, wenn kein Mensch zuhört und dabei ist. Ich habe auch früher immer gebetet. Wenn die Sonne denn schon ins Zimmer rein lacht, bin ich dankbar für jeden Tag, den ich erleben darf, und das ist auch ein Gebet wert. Natürlich habe ich daheim nicht 6-mal oder 7-mal am Tag gebetet. Es gibt Tage, da ist es wahnsinnig schwierig, zurückzukehren zum Gebet. Es gibt aber auch Tage, da kann ich in dieses Gebet mein Leben mit hineinnehmen. Mit all den Höhepunkten, mit all der Dankbarkeit, die ich auch erfahren darf, mit all den Aufregungen, die ich habe, dass ich das vor Gott stellen kann. Chorgebet ist eine Meditation. Natürlich gibt es Momente und Situationen, wo man weniger Lust hat und nicht so gern hingeht. Aber wenn ich mich dann einmal überwinde und hingehe, dann bin ich eigentlich nach dem Chorgebet froh, dass ich dort war. Weil es eben auch uns Mönchen, oder ich kann von mir sprechen, mehr Ruhe bringt. Und auch ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, auch eine Entspannung. Für die heutige Welt ist das vielleicht ein wichtiges Wort, Entspannung, Erholung. Wir sind jetzt unterwegs nach Birnau. Es ist einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Deutschlands, im südlichen deutschsprachigen Raum sicher die wichtigste Wallfahrtsort und wird seit 100 Jahren von den Zisterziensern von Mehrerau versorgt. Während sich Abt Anselm nach Birnau am deutschen Bodenseeufer begibt, um die Schäden zu besichtigen, die der letzte Sturm dort angerichtet hat, fährt Pater Vinzenz mit einer Gruppe von Schülern in die nahe Schweiz, um ihnen dort seine Welt der Stille auf ungewöhnliche Art näher zu bringen. Es ist auch das, was mich am Tauchen interessiert und fasziniert, dass es, obwohl es nicht unbedingt dem Ordensideal entspricht, etwas sehr Meditatives, Kontemplatives hat. Etwas, was Schüler dazu bringt, die Ruhe zu genießen. So wie für mich beim Tauchen ist wahrscheinlich für die Mönche beim Gebet. Sie schalten ab und gehen dann in quasi in so eine Welt. Sie sind dann in was ganz was anderem. Sie sind dann quasi zu Sirenia dann mit Gott. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Da denken die auch an nichts anderes oder so. Wenn die beten, dann sind sie genau gleich wie beim Tauchen, halt wo ganz woanders. Thank you.
das Gebet akzentuiert unsere Tage. Manchmal ist es nur ein ganz kurzes Gebet untertags, nur 10 Minuten, Viertelstunde, aber es setzt dem Tag seine Akzente und macht es auch sinnvoll. Und nach unserem Glauben beten wir auch stellvertretend für die vielen, vielen Menschen, die nicht mehr beten wollen oder nicht mehr beten können. Man fühlt sich ab und zu mal nicht, es ist nicht immer so, aber auch Gott sehr nahe. Das Gefühl der Gottesnähe ist, glaube ich, im Chorgebet schon oft erfahrbar. Also Mönch könnte ich nicht werden, weil ich brauche einfach das weltliche Leben und ich mag auch nicht so oft, ich mag nicht die ganze Zeit an einem Punkt sein. Also ich mag nicht die ganze Zeit in einem Kloster sein, in einem immer das Gleiche machen den ganzen Tag. Ich mag auch mal woanders hinreisen und mal länger woanders wohnen und mag einfach immer was Neues erleben. Aber sonst wäre es eigentlich schon cool, weil die haben ja gar nicht so viel Stress wie ein normaler Mensch. Die müssen sich nie ums Einkommen oder so kümmern. Die Region hier, das Land Vorarlberg, hat mit meiner Heimat doch sehr viele Ähnlichkeiten. Denn Südafrika ist ein Land mit sehr verschiedenen Gesichtern. Ich bin auf einem Farm aufgewachsen mit 20.000 Hektar, fast so groß wie das Land Vorarlberg. Und obwohl diese Farm auf der afrikanischen Savanne lag, hat man im Hintergrund die hohen Drakensberge gehabt. Und hier auch dieser fast Widerspruch zwischen ein Horizont, ein See und im Rücken die Alpen. Es erinnert mich ein bisschen so an diesen Streit zwischen Ideal und Wirklichkeit. Heimweh habe ich schon. Vielleicht mehr nach meinen Eltern, meine Geschwister, als nach meiner Heimat. Für mich ist Österreich und Vorarlberg wirklich zur Heimat geworden. Als 17-jähriger Austauschschüler in Deutschland kam der streng calvinistisch erzogene Südafrikaner erstmals mit dem Katholizismus in Berührung und begann seine Berufung wahrzunehmen. Es war kurz vor Weihnachten 1987, als wir dann in einer Generalaudienz Papst Johannes Paul II. Getroffen haben. Und ich durfte damals kurz mit dem Papst sprechen. Und ich weiß heute noch, wie ich zu ihm gesagt habe, ich bin Calvinist, aber ich möchte katholisch werden. Und er hat mich dann mit großen Augen angeschaut und hat gesagt, die Kirche umarmt dich, mein Sohn. Und hat dann auch seine Armen um mich gelegt und mich umarmt. Und das war für mich wirklich sehr berührend und auch ausschlaggebend, dass ich katholisch geworden bin. Das Kirchendach ist also auf der Seite schwer betroffen. Gerade da oben gibt es ein, ich glaube, 2 Meter großes Loch. Und auf der Vorderseite vor allem auch. Ja, verrückt. Der junge Mann konvertierte gegen den Widerstand seiner Eltern. Nach Abschluss des Politikstudiums und seiner Diplomatenausbildung in Südafrika studierte er in Rom Theologie und wurde später Mönch. In den Alpen, fernab der alten Heimat. Die Tatsache, dass in der Mehrerau so viele Kulturen zusammenleben, ist ein bisschen auch sinnbildlich für die Region hier. Es ist ein Dreiländereck, es kommen sehr viele Traditionen, Sprachgruppen hier zusammen. Man kann miteinander einen Weg gehen. Man muss nicht Angst haben vor fremden Kulturen, vor fremden Sprachen. Menschen auszugrenzen bedeutet schlussendlich auch eine Verarmung. Ich glaube, das, was mich als Kind am meisten geschmerzt hat, ist die Tatsache, dass man mit jungen Schwarzen aufgewachsen ist. Man hat Freunde gehabt, man hat miteinander gespielt. Und als man dann im Schulalter kam,
dann musste man getrennte Wege gehen und es war unmenschlich. Auch Europa hat dunkle Geschichten der Unmenschlichkeit. Nur wenige Meter neben der Wallfahrtskirche von Birnau gibt es einen Friedhof, auf dem 97 Opfer der Nationalsozialisten beerdigt wurden. Zwangsarbeiter aus Italien und dem Osten, die beim Stollenbau für die lokale Rüstungsindustrie ums Leben gekommen sind. Die allermeisten Autos rauschen vorbei, ohne von diesem KZ-Friedhof, obwohl auf beiden Seiten angeschrieben ist, irgendwie Kenntnis zu nehmen. Dabei wäre es besonders für unsere Jugend wichtig, dass an solche Umstände heute erinnert wird und dass sie nicht vergessen oder verdrängt werden. Die Mönche von Birnau und Mehrerau wurden 1941 aus dem Kloster vertrieben. Manche wurden von der Gestapo gefoltert, viele mussten in den Krieg, etliche sind nicht zurückgekehrt. Aber davon wissen in der Mehrerau nicht einmal mehr die jüngeren Mönche. Und ihre Schüler haben gerade ganz andere Sorgen. Mahlzeit. So. Ich kann Tischgebet sprechen. Ja, ich habe mir halt über Mönche gedacht, die leben gar nicht in unserer Welt, also die denken nur so noch so mittelalterlich, also weil die Kirche, die hängt ja immer so ein bisschen hinterher mit den Sachen, also so Welt ist rund und so stimmt nicht. Und das hat mir einfach hier bewiesen, dass es überhaupt nicht so ist. Also dass die Mönche sehr wohl, also wir haben auch Mönche drüben, die haben einen Apple, also einen Laptop und genauso wie manche auch mit dem iPod rumlaufen und da sieht man einfach, die haben sich genauso angepasst. Also, hier hängt die Kirche nicht wirklich hinterher. Das ist für die Schüler sicherlich ein großes Fragezeichen, gerade für die, die in der Pubertät stehen oder wenn sie dann fragen, ja, wie macht ihr das eigentlich? Wie macht ihr das auch mit eurer Sexualität? Wie geht ihr damit um? Ich denke, jemand, der Mönch wird, muss auch im Klaren sein mit seiner Sexualität. Akzeptieren, dass die Sexualität eine Gabe Gottes ist, die wir als Mönche eigentlich anders einsetzen. Wir verzichten darauf, gerade dass wir unseren Weg frei haben, dass wir uns darauf konzentrieren können, wofür wir berufen sind. Das heißt nicht, dass man dann ein asexuelles Wesen wird. Aber man lernt auch die Sexualität anders zu verstehen und sehr wohl auch, dass man darauf verzichten kann, dass man nicht kaputt geht daran. Entschuldigung, aber das kann ja so nicht stimmen, oder? Das Homo sapiens sapiens überlebt einfach nicht ohne Sexualleben, das geht nicht. Wir würden dann aussterben, wenn alle so gläubig wären und so richtig wären wie die. Die Gefahr des Aussterbens durch Frömmigkeit ist im Augenblick wahrscheinlich nicht die größte Bedrohung für die Menschheit. Beim Umgang mit Sexualität geht es wohl eher um Sublimierung, hätte Dr. Freud gesagt. Die Umwandlung der Triebenergie in sportliche oder kreative Tätigkeiten, Arbeit für die Gemeinschaft, Nächstenliebe oder auch Gebet und Gesang. Ist dann der Weiber erste Pflicht. Auf lange Fahrten höre ich sehr gerne klassische Musik. Ich liebe Oper. Und wenn ich müde werde, dann singe ich auch gerne mit. Vor allem liebe ich Mozart und die Zauberflöte. Das ist für mich eine der schönsten Oper, die es überhaupt gibt. Wir wollen uns die Liebe frei. Der Text ist ebenso vielsagend, da wir Menschen alle uns nach Liebe sehnen. Und es gibt in der Zauberflöte einen Satz, wo der Prinz Damino gefragt wird, was sucht ihr oder fordert ihr? Und er antwortet, Freundschaft und Liebe.
Und das ist eigentlich genau das, was alle Menschen suchen. Freundschaft und Liebe. Wir lieben durch die Liebe allein. Wir lieben durch die Liebe allein. Mein Wahlspruch lautet ja, einander in Liebe zugetan sein. Und wenn ich einen Wunsch hätte, wäre es, dass man mich nach meiner Zeit als Abt daran erinnert, dass ich wirklich versucht habe, die Menschen zu zeigen, sich zu lieben keine Schwäche ist, sondern eine enorme Stärke. Was ich von meinem Vorgänger Pater Kassian vor allem gelernt hat, ist die Gelassenheit, dass man mit einem Weitblick auf Sachen zugeht. Und dann wird auf dem Horizont erkennbar, wo die Lösungen liegen. Ich fühle mich meiner Familie eigentlich sehr nahe und ich glaube, ich habe auch mehr Zeit für meine Familie als mein Bruder, der jetzt in Graz lebt und beruflich sehr eingespannt ist. Da haben meine Eltern mehr eigentlich von mir. Erstens würde ich sagen, es ist nicht verlieren, sondern es ist ein Gewinn. Überhaupt, wenn man weiß, es ist eine Familie, die ihn weiterhin begleitet. Und wir sind dann die zweite Ebene der Begleitung, die Eltern. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich mit allen Kindern, stelle ich mir vor. Nein, also es ist kein Verlust. Er ist manchmal vielleicht hin und her gerissen zwischen China und Europa. Beim Kochen ist es eine Vielfalt und eine Bereicherung. Das sieht man schon, dass verschiedene Kulturen immer eine Bereicherung sind. Und da spüren die Mönche auch natürlich. Sie profitieren manchmal davon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es immer wissen, dass es chinesisch ist. Aber das macht nichts. Ich werde dann der Gemeinschaft, der Klostergemeinschaft, das auch einmal nachkochen. Ich hoffe, es wird Ihnen schmecken. Ah ja. Und essen Sie auch einmal chinesisch. Ah ja. Pater Anselm ist auch Abtvater von 14 Nonnenklöstern, die zur Kongregation gehören. Es sind insgesamt fast 500 Frauen und Männer, die sich in den Mehrerauer Zisterzienserklöstern gegen ein Sexualleben und ein Leben in einer normalen Familie entschieden haben. Verzicht oder doch Gewinn? Also ich glaube, das war schon das größte Hindernis, das ich zu überwinden hatte, als ich eintreten bin. Dieses bewusste Nein zu sagen gegen eine Partnerschaft, gegen Kinder. Also das war sicher ein Opfer. Aber ich glaube, ich habe den richtigen Weg für mich gewählt. Also ich habe es in den letzten 21 Jahren, seit ich im Kloster bin, eigentlich nie bereut, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Man kommt für was, man gibt nicht was ab. Es ist das Gleiche, wie wenn ein Mann eine Frau findet und er will sie heiraten. Dann gibt er auch die anderen auf, oder? Der kann nicht alle gleichzeitig haben. Und das ist im Leben mit alle Lebenswege oder Wahlen, die man trifft, man muss etwas aufgeben. Und wir haben was aufgegeben und was Großes und was Feines, aber für was Größeres. Wir haben Beziehung mit Gott. Die Überwindung des Egoismus, ich glaube, das ist die Aufgabe eines jeden Menschen. Vielleicht sollten wir im Kloster da mehr Vorbild sein. Aber natürlich ist das eine Aufgabe, die ein Lebenswerk ist, ein Lebensmotto, dem man immer wieder nacheifern muss. Und ich glaube, dass man nie erreicht, den Egoismus ganz abzubauen. Hallo, servus. Servus, Leben.
Ist das nicht alt? Wunderbar, ist das nicht alles großartig da? Fantastisch, gell? Die Freiheitsstatue oder diese Statue, die wir zerbrochen im See sehen, die drückt natürlich auch die Zerbrechlichkeit des menschlichen Werkes aus. Und auch die Gefahr, dass wir mit unserer Freiheit, mit unserem Vermögen viel anstellen können. Die Zerstörung unserer Umwelt, die Zerstörung der Schöpfung. Und eigentlich haben wir ja von Gott den Auftrag bekommen, unsere Welt, unsere Schöpfung, unseren Lebensraum zu pflegen, gedeihen zu lassen, damit auch wir ein gutes Leben haben. Jeder kennt sie hier, die gut 30 Mönche der Mererau. Man ist mit ihnen zur Schule oder in die Disco gegangen oder wurde von ihnen getauft oder getraut. Die Bregenzer Zisterzienser sind Teil der Kultur in der Stadt am Bodensee. Die Patres sind wunderbar, die meisten sind noch relativ jung. Sie arbeiten sehr viel dort und natürlich sind sie auch kontemplativ, aber durch die Schule, durch das Sanatorium sind sie sehr beschäftigt und stehen mit beiden Füßen auf der Erde. Meistens zumindest. Pater Stephans Ausflug auf die Seebühne hat übrigens einen beruflichen Hintergrund. In diesem Jahr ist er an der Reihe, die Eröffnungsmesse der Festspiele zu zelebrieren. Abend, Bruder Alfons. Hallo, ganz schön, guten Abend. Ja, wunderbar, dann nehme ich ihn gleich mit in die Küche. Ja. Das Amt des Küchenmeisters habe ich jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Jahre. Kochen hat mir immer schon Spaß gemacht und jetzt koche ich halt für die Gemeinschaft. Benedikt beschreibt ganz genau, was die Mönche zu essen bekommen. Immer 2 Gerichte pro Mahlzeit, damit die Mönche sich das auswählen können. Das heißt, es hat immer schon einen großen Stellenwert gehabt. Also ich glaube nicht, dass Lebensfreude und Kontemplation Gegensätze sind oder nicht zusammenpassen. Benedikt schreibt in seinem 72. Kapitel, wie es einen bitteren Eifer gibt, der von Gott trennt und zur Hölle führt, so gibt es auch einen guten Eifer, der von der Sünde trennt und zum ewigen Leben führt. Der Brief an die Römer, Kapitel 1, Fortsetzung. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Er kocht gerne. Vor allen Dingen ein leidenschaftlicher Koch, sagen wir mal so. Und er versucht auch immer, von der Hausmannskost wegzukommen. Und ja gut, da gibt es natürlich dann auch einmal Tage, wo man dann nachher sagt, ja, mir wäre das Hausmannskost doch lieber gewesen. Beim Mittagessen ist es hervorragend, dass da ganz geschwiegen wird, bis auf den Tischleser. Nämlich, es ist angenehm, dass man die Mahlzeit ohne Gerede, ohne Geschwätz einnehmen kann. Vor der Komplett treffen die Mönche sich am Abend im Kapitelsaal und hören ein Kapitel aus der Regel des heiligen Benedikts. Und am Sonntagabend jeweils gibt der Abt ein Sermo, eine kurze Predigt und einen geistlichen Impuls. Die Gerechten, die uns auf dem Weg zu Gott vorausgegangen sind, gehören für Bernhard. Dieser Sermo des Abtes dient sicher dazu, die Mönche zu ermutigen auf ihren Pilgerweg und auch gewisse Akzente zu setzen, wenn notwendig Korrekturen anzubringen und uns allen eigentlich daran zu erinnern, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind. Hat sie eine Rechtsordnung und auch eine Rahmenordnung? Bernhard schreibt über das kanonische Recht,
Talia nostra non refera. Als Abt Anselm neu Abt war, ist er von allem Anfang an aus dem Schatten von Abt Cassian getreten. Sehr mutig, sehr bewusst, sehr zielgerichtet. Und ich denke, dass er der ist, den die Gemeinschaft jetzt braucht, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wenn sie nicht beten, dann arbeiten diese Männer als Pförtner und Fremdenführer, Operationsgehilfen und Krankenpfleger, Erzieher und Tauchlehrer, Gärtner oder Köche, Pfarrer oder Klostermanager. Immer aber sind sie vor allem Teil einer kontemplativen Gemeinschaft, die im Glauben und im Gebet miteinander und mit Gott und der Welt verbunden ist. Die Mera Rau hat eigentlich in seiner Geschichte immer schon eine sehr besondere Beziehung zu der Außenwelt gehabt. Und natürlich führt es auch zu einer gewissen Spannung zwischen klösterlicher Kontemplation und ein aktives Leben in der Pastoral. Gerade diese Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit ist das, was die Zisterzienser immer schon ausgezeichnet hat, dass sie versucht haben, aus der Tradition zu schöpfen, dadurch Neues zu schaffen und trotzdem die Wurzeln nicht abzuschneiden, sondern wirklich bewusst in dieser Tradition offen nach außen zu leben.